Ja, hallo. Genau, ich wollte ein bisschen über Ihre Zeit mit Christoph Schlingensief oder über deine Zeit, waren wir schon beim Du, sprechen. Wo hast du ihn denn kennengelernt oder wie zuerst? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich habe ihn im Abaton-Kino kennengelernt in Hamburg. Und zwar, ich hatte damals, oh, ich weiß doch wieder, das war 1963 oder 64. Da hatte ich eine Kolumne in der Zeit und schrieb da jede Woche über Film. Und aber auch für die Frankfurter Rundschau und so, Pipapo, Szene Hamburg damals noch und dergleichen. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, eigentlich ist das ja blöd, wie man sich da orientiert. Man orientiert sich an Marktgesetze, nämlich an Starttermine von Filmen. Dann darf man was schreiben, sonst darf man nichts schreiben über Film. Und das fand ich ziemlich blöd. Man schreibt doch auch sonst über Kunstgeschichten oder Erlebnisse und nicht immer nur zur Galerieeröffnung und so weiter und so weiter. Da ist doch ein Gespräch dann. Und so in meiner, naja, Missstimmung guckte ich auf das Abaton-Programm und die hatten eine Reihe, die nannte sich Unbekannte Filme von unbekannten jungen deutschen Regisseuren. Die hieß wirklich so. Und da dachte ich, da gehe ich hin. Das ist ohne Starttermin, ohne nix. Und da liefen verschiedene Filme und ich bin gerade so auf gut Glück in irgendeinen Film gegangen und stellte dann fest, dass der Regisseur da war, um hinterher drüber zu sprechen. Und der Regisseur hieß Christoph und an dem Namen habe ich noch monatelang gearbeitet. Schlingensief oder Sepp oder Schlingen und so weiter. Also das war Christoph Schlingensief. Und ich fand den Film prima. Das war genau das, was ich mir erhofft hatte, was ich erwartet hatte. Nee, was ich eigentlich auch nicht so natürlich überhaupt nicht erwartet hatte, aber es war eben was ganz anderes. So, der Film hieß Tunguska, die Kisten sind da. Und das war sowieso Schlingensiefs erster großer Film. Und ich war begeistert. Dann kam also das Gespräch im Kino 2, da im Abaton. Und dann erhob sich ein allgemeines Gemähre. Oh Gott, das ist ja alles so pubertär und so weiter. Ich habe mich furchtbar erregt. Ich sah, wie also Schlingensief mühsam seine Fassade behielt, seine freundlich lächelnde, und sagte, wer sagt denn, dass Pubertät was Negatives ist? Warum kann man nicht in der Pubertät etwas ungeheuer Kreatives machen? Rimbaud hat das trunkene Schiff geschrieben im Zustand der Pubertät. Und als die Pubertät zu Ende war, da hat er nichts Schlechtes geschrieben. Er hat überhaupt nichts mehr geschrieben. Er wurde BWLer. So. Dann rief ich an in der Redaktion von der Frankfurter Rundschau. Ich habe was Ungeheures erlebt. Die Wut spielte natürlich noch eine Rolle dabei. Und der Redakteur, Herr Schütte, cooler Mensch, sagte, wie viele Spalten? Ich sag, vier. Und dann sagt er mit Foto. Ja. Und dann erschien die erste Filmkritik über Schlingensief mit dem Titel Schlingensief, der Rimbaud des neuen deutschen Films. Klar, dass er darauf dann reagierte. Und ein paar Wochen später war ich dann in dem Film danach in Menü total eingesetzt. Als Schauspieler. Ja. Und wie war der Wechsel vom Kritiker zum Schauspieler? Also für mich war das ein Abenteuer. Ja. Ich hatte ja keine Karriere vor Ja. als Filmdarsteller und auch dann nicht als Schauspieler. Bloß ich habe so die Neigung, das bei mir zu markieren und zu sichern und zu speichern als Abenteuer. Sich einfach drauf einlassen und gucken, was passiert. Aber Theater habe ich auch schon vorher gespielt gehabt. Ja. Magst du beschreiben die Arbeit mit ihm oder so, weil es schon sehr speziell war, nehme ich an. Ja, das war eben, wie soll man sagen, wir waren halt so eine Gruppe, nicht? Also wie man so immer so sagt, Familie. Und wir schliefen dann zusammen in seiner Wohnung in Mülheim, waren immer mehrere Personen in seinem Bett, die da schliefen und übernachten. Und das war wie so eine WG-Stimmung in der Zeit. Also das heißt, in WGs kann man sich ja auch in die Haare bekommen. Also der Vergleich passt eigentlich gar nicht. Sondern das war ja eben wie eine Familie. Ich bleibe mal bei diesem Wort. Und wir waren eben Freunde. Auch so ein Mensch wie Udo Kier, der war völlig integriert. Genauso wie wir bei ihm in Köln in der Wohnung waren und da gedreht haben bis. Aber das wollte ich jetzt nicht erzählen. Dann hast du aber wiederum auch die Filme rezensiert, in denen du selbst mitgespielt hast, habe ich heute gesehen. Menü Total oder hast zumindest darüber geschrieben.
Ja, also ich hoffe, ich habe nicht besonders die Rolle hervorgehoben, die Dietrich Kuhlbrot gespielt hat. Gar nicht. Aber das, ja, also das ist ja gar kein Akt, weil so eine Filmkritik zu schreiben, habe ich dann so im Lauf der Zeit gemerkt, das ist ja auch eine Art von Spiel. Denn ich spiele da ja eine Rolle. Also ich betrachte mich bei den Filmkritiken zunehmend als Autor. Das heißt, ich spreche über mich, über meine Rezeption, die ich gehabt habe, von der ich ja nun weiß, dass sie sowas von relativ ist. In jedem Lebensalter rezipiert man Sachen wieder oder kann Sachen völlig anders rezipieren als vorher. Und genauso in Umständen, in denen man etwas sieht. Das sind also sozusagen, ist das eine Performance dann. Ja, ja, so wie Montaigne schreibt, glaube ich, dass er nicht garantieren kann, dass er im nächsten Satz noch das Gleiche denkt wie jetzt, ja, weil er sich bis dahin dann schon wieder eventuell verändert hat. Genau so. Ja. Ja, schönen Gruß an Herrn Montaigne. Ja, aus Hamburg. Und wie würdest du Schlingensiefs Werk einordnen im deutschen Film? Ja, das ist eine Frage, die kann ich jetzt objektiv wissenschaftlich, ich habe ja nie Filmwissenschaft studiert. Nee, deine subjektive. Also aber subjektiv ist das eigentlich so ich kann das nicht vergleichen. Das ist, ich glaube, jeder Vergleich wäre unpassend. Ich erzähle lieber wieder eine Anekdote, weil mich gerade in diesem Jahr hier Hamburger Filmleute, die sich nicht als Filmmacher bezeichnen, deswegen stotter ich jetzt gerade etwas, die machen das OOF. Obsessive Underground Film und dieses Filmfest, was sie jetzt hier im Oktober gemacht haben, im Medienbunker. Die wollen einen Film machen, Tribute to Schlingensief. Die fahren völlig auf Schlingensief ab. Und der Witz ist, als ich zuerst, ich habe bei denen natürlich sofort wieder Ja gesagt, als sie gefragt haben, ob ich mitmache. Und was sie mir als erstes, der erste Eindruck, den ich hatte, war, dass, Mensch, das ist diese Aufbruchsstimmung, die die verbreiten, 2014 in Hamburg, Leute, die mal so Endzwanziger sind, von denen vielleicht einer von der HFBK ist, aber sonst alle haben vielleicht Schauspielunterricht gehabt oder sonst was. Und dieser Elan, Schlingensief hat ja auch keinen Schauspielunterricht gehabt, hat ja bekanntlich auch die Studienzeit überschlagen, nicht? Das erinnerte mich an die Aufbruchsstimmung der End-70er, 80er Jahre. Aber das habe ich auch geschrieben irgendwo, als sie einen Förderantrag stellten. Aber das meinte ich ganz ehrlich. Und so könnte ich ihn also jetzt eher vergleichen, ganz umgekehrt, dass das doch ein ganz vitales Zeichen für Schlingensief ist, dass jetzt Leute hier in Hamburg 2014 ein Tribute to Schlingensief machen. Und zwar dergestalt, ich habe ja so nicht verfilmte Drehbücher von ihm bei mir rumliegen, haben die gedacht, ey, die verfilmen wir jetzt. Und habe ich gesagt, also Jungs, da müssen wir jetzt einen versierten Rechtsanwalt einschalten, ob das so geht, das muss Steven Reich sagen, zahlt ihm 1.000 Euro und er gibt euch eine Antwort. Aber, also das ist jetzt aber nur, habe ich jetzt nicht ernsthaft so gesagt. Aber dass also solche Parallelen denkbar sind. Und so denke ich immer mehr in Parallelen, als jetzt eine Aussage zu treffen, oh, der ist aber, ich mache ihn einfach nicht einsortieren. Genauso wie ich habe dann Widerwillen, auch das Ranking finde ich auch immer ganz schrecklich, ist er Nummer 1 oder Nummer 2, da mache ich einfach nicht mit bei den Sachen. Er hat ja auch viel dafür getan, dass das überhaupt nicht möglich ist. Also, dass man ja nachher gar nicht weiß, was war das eigentlich für ein Film, war das... Ist das Trash? Ist das doch noch ein Melodram, ganz, ganz verkapptes oder ist es Experimentalfilm? Er hat ja sozusagen alles dafür getan, dass man das nicht greifen kann oder schwer greifen kann oder von dauernd die Perspektive wechseln muss. Ja, man denkt, man greift, jetzt hab ich's. Das ist das und das. Und wenn man so weit ist und während eines Films, den man sieht, nicht, da merkt man, er untergräbt das, was er eben gemacht hat und gezeigt hat, ist also subversiv gegen sich selber und so hat er immer gedacht. Also ich war mal beim Feinschnitt dabei im Studio. Das war das nun auch. Wandsbek hieß es damals.
Und da hat er also sorgfältig alles, was an zusammenhängenden Sachen da war, untergraben. Also da traten afrikanische Schlagersängerinnen auf, dann mit einmal war da deutsche Easy-Listening-Musik, also was ganz, ganz Schlimmes, grauenhaft Schlechtes. Und dann sage ich, Mensch, das ist doch alles ein Verrat an Afrika und das ist also sozialpädagogisch überhaupt nicht zu vertreten. Aber klar, solche Worte passen auch nicht bei ihm. Er entzieht sich für mich aller Einordnung. Mhm.